Willkommen im Vegan Podcast und zu unserer Vegan Keto Challenge 2022. So schaffst du eine hohe Fettverbrennung, ein langes Sättigungsgefühl, keinen Heißhunger, mehr Energie, mehr Ausdauer, einen erholsameren Schlaf, bessere Stimmung, ganz, ganz viel leckeres Essen, kein Kalorienzählen und vor allem kein Verzicht. In diesem neuen Jahr stehen wir dir im Januar dreimal die Woche zur Verfügung und schicken dir von Herzen eine neue Podcast-Episode mit den besten Tipps und dem neuesten Wissen von Mr. Brokkoli. Dies sind Ausschnitte aus unserem Kurs Vegan Ketogen, den dir Mr. Brokkoli auch schon vorgestellt hat und den du natürlich jederzeit im Januar noch mitmachen kannst. Du erfährst die ganzen Vorteile dieses tollen High-Vibe-Lifestyles und wie du auf ein ganz neues Level an Energie, an Lebensfreude und deinem Traumkörper bekommst. In diesem Sinne wünschen wir dir Stay Healthy, Stay Vegan, Stay Clean and Happy, dein Team rund um Mr. Brokkoli und jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Guten Morgen, ich bin's, die Barbara. So, ich bin gerade hier in der Caldera und teile mein Clean Eating mit der Kohlgrabe. Und ihr seht, wie köstlich ihr die Avocado schmeckt. Clean Eating, was ist das Besondere daran? Clean Eating bedeutet reine und saubere Nahrung. Und warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, um unseren Zellen das Beste zu geben. Seht ihr, die Kohlgrabe, die weiß das. Die ganze Insel, auf der Insel wachsen eine Unzahl an Avocados. Und die Tiere lieben es. Schaut her, wie hungrig sie die Avocado verspeist. So, jetzt hat sie erstmal genug. Und jetzt ist alles fein. Also mein Name ist Barbara Steppler. Ich bin Heilpraktikerin der Psychotherapie, Burnout-Therapeutin und Familienaufstellerin seit 30 Jahren. Und ich habe viel mit Naturvölkern verbracht, habe von den Heilern und Schamanen gelernt, vieles gelernt über Pflanzen, über Wildpflanzen und habe geschaut, was machen die? Wie in ihrem Ursprung? Wie heilen sie? Und ich hatte das Glück, dass ich über mehrere Monate von einer 96-jährigen Heilerin gekocht worden bin. Das heißt, sie hat ihre Nahrung für mich zubereitet. Und sie hat immer erst am Morgen geschaut, wie ist die Spannkraft meiner Haare, wie ist die Spannkraft meiner Haut, wie ist der Glanz der Augen und wie ist mein Geruch. Und dann erst ist sie los und hat für mich dementsprechend die Kräuter besorgt, um dann meine Nahrung herzurichten. Und sie hat mir beigebracht, dass Nahrung nicht dazu gedacht ist, um uns zu sättigen in erster Linie, sondern in erster Linie, um das, was in Dysbalance geraten ist, wieder zurück in die Balance zu bringen. Und es ist so, dass heute es mehr denn je wichtig ist, dass wir darauf achten, dass wir über unsere Ernährung unseren Körper nicht noch zusätzlich belasten. Denn wir sind alleine von den ganzen elektromagnetischen Strahlen, unsere Handystrahlen, wie gesagt, der Elektrosmog, dann unsere psychosozialen Stressoren, dann vor allen Dingen auch, wie gesagt, die ganzen Umweltgifte, die künstlichen Beleuchtungen. All das löst in uns schon so viel Stress aus, dass wir im Grunde gar nicht mehr die Komfortzone haben, zu sagen, okay, es ist egal, was ich zu mir nehme. Nein, es ist wichtiger denn je, dass wir über die Nahrung unseren Körper unterstützen, sein ganzes Zellsystem zu entgiften. Und warum gerade unser Zellsystem? Weil wir aus rund 80 bis 100 Billionen Zellen bestehen. Und die Zellen haben nur eine Aufgabe, und zwar die, dass sie uns Mensch am Leben erhalten, weil wir ja die Zellen sind. Und sie wollen mit uns den Tanz des Lebens tanzen. Und das Einzige, was sie sich wünschen, ist, dass wir gut auf uns Acht geben und für den besten Treibstoff sorgen. Denn wenn wir den Zellen den besten Treibstoff geben, dann können die kleinen Mitochondrien, die Kraftwerke in unseren Zellen, optimal arbeiten und uns mit der optimalsten Energie versorgen. Dann sind wir stark, dann sind wir vital.
dann sind wir energiereich. Wir sind auch nicht nur körperlich stabil, sondern auch psychisch stabil und können ganz anders im Leben stehen. Wir können ganz anders durchs Leben gehen. Und gerade die Heilpflanzen, warum haben die Heilpflanzen eine so immens gute Auswirkung, Wirkung auf uns und unser Zellsystem? Weil unsere Zelle ist im Grunde noch in der Steinzeit von ihrer Wirkungsweise. Und die Heilpflanzen haben Bedingungen, wo sie sozusagen den Wetterbedingungen strotzen müssen. Sie suchen sich ihre Plätze, wo die besten Bedingungen sind, damit sie alles haben, was sie brauchen, um optimal wachsen zu können. Und in den Pflanzen sind kleine Photonen. Und diese Photonen sind Lichtteilchen. Und diese Lichtteilchen, die sind dann in den Stängeln, in den Blättern, in den Blüten, alles, was die Pflanze übers Sonnenlicht und übers Erdreich, über die Wurzeln aus dem Erdreich zieht, stellt sie uns zur Verfügung. Und diese Lichtteilchen geben unseren Zellen alles, was sie brauchen. Und seht ihr, das ist so schön, was sie hier macht. Sie holt sich immer wieder die Avocado und entscheidet sich von all den guten Zutaten, sich die Avocado zu nehmen. Und diese Photonen, diese Lichtteilchen, die geben unseren Zellen den Impuls, sich wieder von alleine zu regenerieren. Und das ist das Wichtige. Und Pflanzen, die nicht so wie Wildpflanzen wachsen, aber auch sehr gute Bedingungen haben, ja, wie zum Beispiel Moringa-Anbau, da gibt es ja schon ganz tolle Permakulturprojekte, die könnt ihr auch mit einem guten Gefühl kaufen und die versorgen euch auch mit allem, was ihr braucht. Ich habe ein Clean Eating Powder zusammengestellt, ein bisschen jetzt voll von Avocados. Das habe ich für euch zusammengestellt. Und zwar habe ich in meiner langjährigen Arbeit einfach festgestellt, dass viele gar nicht die Möglichkeit haben, sich ihre Kräuter selber zu sammeln, einfach weil sie an befahrenen Straßen leben. Und deshalb habe ich über meine langjährige Erfahrung habe ich das Clean Eating Powder zusammengestellt. Und dort findet ihr alles, was ihr braucht. Es sind wunderbare Pflanzen so zusammengestellt, dass eure Zellen mit allem versorgt sind, was sie brauchen, damit sie sozusagen den Impuls wieder bekommen, sich auch selber zu helfen. Und da kann ich nur sagen, hier meine besondere Spezialität in der Zusammenstellung, mein Fokus ist auch auf adaptogene Pflanzen gerichtet. Adaptogene Pflanzen, warum? Adaptogene Pflanzen halten ein unglaubliches Geschenk für uns bereit, denn sie sorgen dafür, man nennt sie auch Stresskiller, dass unser System, unser energetisches System in belastenden Situationen nicht so hoch fährt, ja? Und dass da, wo normalerweise ein Triggerpoint gedrückt wird, wir nicht triggern, sondern in bestimmten Situationen, da wo wir normalerweise in Angst geraten oder in Stress, mit wesentlich mehr Ruhe reagieren können und so wir nicht ständig hochfahren und unsere Nebennieren nicht ständig Adrenalin ausschütten müssen. Dann gibt es noch ein ganz großes Thema. Es gibt nicht nur toxische Stoffe von außen über Umweltfaktoren. Das Thema toxische Beziehungen wird auch ein immer größeres Thema, auch wenn wir im Beziehungsstress sind, haben wir unglaublich viele toxische Reaktionen in unserem Körper. Und das ist auch wichtig, dass ihr darauf acht, wirklich, dass eure Lebensumstände möglichst harmonisch um euch herum sind und dass ihr euch bitte von all dem, was euch nicht gut tut und was euch stresst, dass ihr da einen Blick drauf habt, dass ihr das verändert. Und auch dabei helfen euch die Pflanzen, denn die Pflanzen, die machen uns mutiger, die stabilisieren uns innerlich. Und vor allen Dingen, wir haben auch die Chance, durch die Impulse der Pflanzen auch wieder back to the roots, zurück zu unseren Wurzeln zu kommen und uns nochmal ganz anders mit der Natur zu verbinden und vor allen Dingen auch mit unserem inneren Heiler, mit unserem Zellsystem wieder in Verbindung zu kommen.
Und ihr werdet sehen, je mehr Giftstoffe, je mehr ihr euch, ich sage, entschlackt euch frei, ihr euch entschlackt habt, je höher wird eure eigene Frequenz. Und je höher euch, also eure eigene Frequenz, wenn die sich erhöht, dann habt ihr plötzlich wie, als wenn ihr durch eine neue Brille schaut. Ihr könnt gewisse Dinge ganz anders im Leben sehen. Ihr zieht auch andere Leben, also Menschen in euer Feld, weil ihr auf einer anderen Frequenz schwingt. Und Depressionen, das hat ganz, wirklich ganz oft einfach damit zu tun, dass im Darm sich Parasiten angesammelt haben, die gar nicht dahin gehören, dass unsere Mikroorganismen nicht mehr die sind, die sie sein sollten. Denn wichtig ist zu wissen, wir haben 2 Kilogramm Bakterien in unserem Darm, die wichtig sind für uns, damit alles, die ganze Verdauung und alles funktioniert. Und der Darm ist über den Vagusnerv direkt mit unserem Gehirn verbunden. Das heißt, dass all das, was unverdaut im Darm liegen bleibt, auch eine direkte Auswirkung auf unsere psychischen Befindlichkeiten hat. Also umso wichtiger darauf zu achten, was wir zu uns nehmen. Und es kommt noch etwas ganz Spannendes. Ich würde nicht nur sagen, wir sprechen hier heute von Clean Food, sondern auch von Skin Food. Denn alles, was wir zu uns nehmen, hat auch einen direkten Einfluss auf unsere Haut, ja, auf unseren Alterungsprozess. Und natürlich wollen wir alle nicht altern. Und unsere Zellen wollen das auch nicht. Aber was sie brauchen, ist den optimalen Treibstoff, damit sie uns ganz lange kraftvoll, energiegeladen am Leben erhalten können. Und deshalb finde ich es toll, dass es hier heute die Clean Eating Challenge vom Christian gibt und wir hier heute gerade diesen Moment miteinander teilen dürfen und können. Und ich bin dafür, ja, lasst uns zusammen auf dem Weg gehen vom Clean Eating und lasst uns zusammen diesen Weg gehen für die Erde und auch für uns, damit wir alle in Harmonie zusammenleben können und die Erde und uns, die Tierwelt, die Pflanzenwelt und alles gemeinsam zusammen erhalten. Also, ciao! Zum Schluss noch ein Geheimtipp. Egal, ob du dich cleaner oder gesünder ernähren möchtest, ob du abnehmen oder schlanker werden möchtest, ob du Muskel aufbauen oder deinen Körper definieren möchtest, mit deinem individuellen erstellten Ernährungsplan von upfit.de erreichst du deine Ziele viel einfacher und besser. Denn upfit erstellt auf dich maßgeschneiderte Ernährungspläne und erleichtert dir den stressigen Ernährungsalltag. 100% angepasst an dein Ziel, Zeit und persönliche Ernährungsvorlieben. Zwischen Soja- oder laktosefrei, einzelnen Lebensmitteln und vieles mehr kannst du dich entscheiden. Du wirst von über 10.000 Rezepten inspiriert. Das Ganze bekommst du zu einem Preis, der nicht mal 1 Euro am Tag kostet, ab 9,90 Euro im Monat. Erfahre mehr dazu in den Shownotes und sichere dir mit dem Code WENZEL10 nochmal 10% Rabatt. Erstelle jetzt deinen persönlichen Ernährungsplan mit upfit.de.